Ja, Leute, willkommen zu meinem neuen Let's Play, was ich bei meinem Ankündigungsvideo angekündigt hatte. Es handelt sich hierbei um The Legend of Zelda The Wind Waker, schwer zu erkennen, aber naja. Ja, ich habe mir das Spiel ausgesucht, weil es eins meiner Lieblingsspiele auch ist und weil es ein relativ langes Projekt wird und ich daher ja, schön Zeit mit dem Projekt verbringen kann. Gut, ich spiele es auf dem Emulator. Dieses Knacken, was ihr möglicherweise jetzt gehört habt, war nicht vom Headset, es war, weil die Emulation eben nicht perfekt ist, so wie auf dem GameCube, wofür das Spiel ja eigentlich erschienen ist. Gut, AAAA war mein Test, um zu testen die Einstellungen und der Sound und so weiter, ob alles miteinander passt, und das passt auch. Deswegen beginnen wir ja löschen erstmal und ja und alles klar. Road Memory Card A Contents to bla bla. Gut, Reisetagebuch 1 und Start. Wir nennen uns natürlich Light. Ja, bleiben wir mal bei Light. Naja, was soll's. Wolf passt da jetzt nicht mehr hin und 95 erst recht nicht. Gut, ich bin jetzt ruhig, jetzt kommt der Intro-Teil, obwohl ich muss ja vorlesen. Dies ist eine der vielen Sagen und Legenden, die sich den Menschen überliefern. Es war einmal vor langer Zeit in einem weit entfernten Königreich, von dem man sagte, die Kräfte der Götter würden in ihm ruhen. Dieses Land war gesegnet mit der Frische, lebendigen Grüns und idyllischer Natur. Aber das Böse hatte sein Auge darauf gerichtet und raubte die Kräfte der Götter. Durch diese dunklen Mächte wurde das Königreich in die Finsternis gestürzt. Doch als es so aussah, als wäre das Ende gekommen, tauchte plötzlich ein Jüngling, gewandert in Grünen der Wiesen, aus dem Nichts auf. Der Jüngling schwang sein heiliges Schwert und bannte damit das Böse. Das Licht der Hoffnung erleuchtete das Königreich wieder. Das Volk nannte den Jüngling, der die Grenzen der Zeit überwunden hatte, den Helden der Zeit und überlieferte seine Geschichte. Generationen vergingen und seine Abenteuer warfen sich mit der Zeit den Mantel der Legende über. Doch dann wurde das Königreich erneut in den Sog der Tragödie gezogen. Das Böse, das der Jüngling vermeintlich gebannt zu haben schien, kroch einmal mehr aus den Eingeweiden der Erde hervor. Das Volk des Königreiches glaubte fest daran, dass der Held der Zeit zurückkommen würde. Doch kehrte er nicht wieder. Hilflos standen die Menschen dem Bösen gegenüber, ihnen blieben nur ihre Gebete. Schließlich blieb ihnen kein anderer Ausweg, als ihr Schicksal in die Hände der Götter zu legen. Was danach aus dem Königreich wurde, davon weiß heute niemand mehr zu berichten. Punkt. 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 Die Erinnerungen an das Königreich mögen verblassen, aber die Legende wird vom Wind getragen und ist noch nicht vergessen. Es gibt eine Insel, auf der es Brauch ist, einem Jungen ein grünes Gewand zu überreichen, so er ein bestimmtes Alter erreicht.
Der Wind, der über das Grün der Wiesen streicht, erfüllt sein Herz und wie ein Wirbel schwingt er sein Schwert gegen das Dunkel. Der Wunsch, dass er so wird wie der Held aus der Legende, voller Mut und Tatendrang, liegt wohl diesem Brauch zugrunde. Ja, das war jetzt nichts Verschobenes am Sound, sondern das ist wegen der Emulation. Naja, wird in-game besser. Habe ich schon probiert. Ist meistens in den Cutscenes so. Ist auch eine Cutscene, daher zittert dieses Wasser und so. Das ist, naja. Keine Sorge, das Spiel besteht ja nicht nur aus Cutscenes. Hallo, wer bist du? Light! Light! Light. Ja, dafür brauchst du ein Fernrohr. Alright. Na, du Schlafmütze. Yay, es laggt. Naja, jetzt nicht mehr. Ein bisschen. Naja, es geht. Na, ausgepennt. Da bist du ja. Nein, echt. Hihihi. Ich könnte mir auch von hier oben aus den ganzen Tag lang das Meer anschauen. Du, Light, weißt du eigentlich, was heute für ein Tag ist? Nö. Du bist noch ein bisschen verschlafen, habe ich recht? Hast du es etwa vergessen? Heute ist dein Geburtstag. Ach ja. Ja, Link, du bist ja auch. Darum wartet Oma auch schon ganz ungeduldig darauf, dass du endlich nach Hause kommst. Gut, dass ich dich gesucht habe. Ja, ansonsten hätte ich wahrscheinlich nicht nach Hause gefunden. Light, geh schnell nach Hause und lass Oma nicht so lange warten. Oh, wir sind in-game. Alles klar. Ja, wir können laufen. Ist schon ein bisschen krass, ne? Ich spiele ein Nintendo GameCube-Spiel auf dem PC und steuere das Ganze mit einem Xbox 360-Controller. Ist ja auch mal eine Mischung. So. Dann, ja, laufen wir mal die Brücke entlang. Es leckt ein bisschen. Warum? Ja, vielleicht war im Intro auch so ein bisschen Knacken. Das liegt, wie gesagt, nicht am Headset, sondern an der Emulation hier. Weil, naja, Emulatoren sind halt noch nicht so ausgereift. Ja, Light, hallo! Was meinst du, kann man wirklich bis nach da hinten springen, wenn man seinen ganzen Mut zusammennimmt und ordentlich Anlauf nimmt? Klar. So. Und so. Und man verdient sich sogar noch ein bisschen Geld dabei. Auch nicht schlecht. So, und wieder zurück. Und zurück. So, dann gehen wir mal zu Oma. Denn die wartet ja schon ganz ungeduldig auf uns. Was machst du denn hier? Das ist Peter. Ne, weiß ich nicht. Ich habe ein Wildschwein entdeckt. Kannst du es fassen? Ein Wildschwein. Siehst du es? Das Schwarze da meine ich. Wo ist es denn hin? Meine Frau ist nämlich ganz wild darauf, ein paar Schweine zu züchten. Verstehst du? Light, hör mir zu. In solchen Fällen darfst du dich nicht wie ein Trampel verhalten. So ein Schwein verfügt nämlich über eine vortreffliche Wahrnehmung. Willst du dich anhören, drücke R, um dich zu ducken und pirsche dich mit Hilfe von Control Stick ganz langsam und behutsam an. Langsam und behutsam. Auch ein guter Trick ist es, sie mit etwas Futter abzulenken. Ja. Gut. Leid! Halte doch mal L gedrückt und sprich mich dann mit Drücken von O an. Versuche es. Doch. Sehr gut, ausgezeichnet. Du bist ein kluger Junge. Es handelt sich hierbei um den L-Audiophagus. Indem du L drückst, kannst du Personen ansprechen, die weiter wegstehen. Doch nicht nur das, ist niemand in deiner näheren Umgebung, kannst du so deinen Blick nach vorne ausrichten. Diese Funktion ist überaus praktisch. Schreib sie dir also hinter die Ohren. Abgesehen von den vorher erwähnten gibt es aber noch einige weitere Einsatzmöglichkeiten des L-Audiophagus.
Was hältst du davon, wenn ich dir noch ein paar Dinge mehr beibringe? Klettere doch einfach die Leiter dort hoch und besuche mich in meinem Zimmer. Machen wir gleich. Ich versuche auch, den Personen hier, wenn es geht, unterschiedliche... Wieso leckt das so? Unterschiedliche Sprachen zuzuweisen. Das war gerade der Sachse oder so ähnlich. Oder Hesse, was auch immer. Hallo. Ja, das ist übrigens ein Geheimnis. Wer es noch nicht weiß. So. Du hast einen orangen Rubin gefunden. Er ist so viel wert wie 100 grüne Rubine. Du könntest vor Freude in die Luft springen. Amen. Ja, gut. Dann gehen wir mal hier hoch wieder. In Spinnennetz. Ja, und ich werde hier auch versuchen, möglichst einen 100% Run hinzulegen. Das habe ich in dem Spiel noch nie gemacht. Beziehungsweise geschafft. Oder versucht. Ich würde es schon schaffen. Ja, ich probiere es einfach mal und schauen wir mal, was dabei denn so rauskommt. Ja, dann gucken wir doch mal hier so ein bisschen. Wir sollten ja zu Oma gehen. Oma hat ja einen fetten Schatz unterm Haus, wie man sieht. Also, da hat sie sich schon einiges zusammengespart. 100 Rubine. So. Oma? Oma? Hallo? 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 Müssen wir wohl nach oben gehen. Schwarz, schwarz. Eine Cutscene, mal sehen, ob es jetzt wieder... Leid, ich habe auf dich gewartet. Leid. Probier doch mal das hier an. Wie schnell doch die Zeit vergeht. Kaum zu glauben, dass du schon in dem Alter bist, um dieses Gewand zu tragen. Du hast das Heldengewand erhalten. Sieht sehr warm und gemütlich aus. Jetzt schau doch nicht so. Schlüpf rein. Heute ist der Tag, an dem du dasselbe Alter erreicht hast, wie damals der Held aus einer alten Legende. Es ist doch nur für einen Tag, also sei tapfer. Früher wurden die Jungen ab diesem Tag als reif betrachtet und in der Kunst des Schwertkampfes unterwiesen, um sie auf Kampf gegen das Böse vorzubereiten. Ich weiß nicht, ob das der richtige Akzent ist. Na, was soll's. Aber diese Zeiten sind vorbei. Und überhaupt, der Einzige, der sich auf dieser Insel noch mit der Kunst des Schwertkampfes beschäftigt, ist der alte Vader Orca. Der Schild, den du hier als Wandschmuck siehst... Ach, komm, ich lasse das. Das hört sich bescheuert an, glaube ich. Ist noch ein Überbleibsel aus jenen alten Zeiten. Ja, mittlerweile hat er sich umgezogen. Verstehst? Verstehst du? Ja, jetzt fang nicht an zu heulen. Leid, genau da... freu dich doch. Das Gewand steht dir wirklich ganz ausgezeichnet. Gut, heute Abend kommen alle Nachbarn, um deinen Geburtstag zu feiern. Ich habe ja noch so viel mit den ganzen Vorbereitungen für die Feier zu tun. Ich koche nämlich heute deine Lieblingssuppe für euch. Ich hoffe, du freust dich. Ach, das wird bestimmt eine ganz wundervolle Feier. Gut, bitte geh und hole deine Schwester Arel. Ja. Gut, yeah, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zur Arel, zu unserer Schwester. Na, ey, so. Sonst, ja, hat Oma hier noch Hackbeile hier zu stehen. Naja, auch nicht gerade interessant. Hier ist unsere Lieblingssuppe. Die kocht das ganze Spiel über, aber verbrennt einfach nicht. Also, naja. Die werden wir später noch zu schätzen wissen. Oh ja, glaubt mir. Naja. Gut, Arel war ja auf dem Turm da hinten. Also gehen wir mal zurück zum Turm. Wer bist du denn? Hallo? Ich bin Arzt. Hallo, Leid. Ich brauche für sie auch einen Akzent. Warte. Naja. Hallo Leid, gratuliere. Das steht ja wirklich ausgezeichnet. Deine kleine Schwester hat dich vorhin gesucht. Da fällt mir ein, als mich deine Schwester neulich gesehen hat, sagte sie, sie wolle auch schnell groß werden. Um wie ich Krüge tragen zu können. Sie meinte nämlich, damit könne sie ihrer Großmutter zur Hand gehen. Wenn du sie triffst, dann sage ihr doch bitte Folgendes. Wenn sie vor einem Krug steht, kann sie ihn mit Drücken von A, tragen, hochheben.
und tragen. Will sie ihn wieder abstellen, muss sie einfach nur R ablegen drücken. Ach Mensch, ja, war auch indirekt so ein kleines Tutorial für uns. Naja, nett gemacht. Gut, was sagte der Ranpirschen? Ja, gut, dann fangen wir doch mal ein Schwein. Der schafft's ja anscheinend heute nicht mehr. Nein! Ja, so. Hallo Schwein. Guck mal, du Arsch, ich hab's gefangen. Ja, du brauchst nicht mehr zu pirschen. Wir haben's doch hier, das Schwein. So, und da ich ja das Spiel schon durchgespielt habe, weiß ich ja auch, wo wir es hinbringen müssen. Und zwar zu... Ja, zu ihr hier. Zur Frau Schlömpel. Naja, wenn man denn so will. Wirklich leid, das steht dir richtig gut. Heute ist wirklich ein schöner Tag. Genau, siehst du. Wir haben endlich unsere Gehege fertiggestellt. Tja, jetzt brauchen wir nur noch ein paar Tiere, damit etwas Leben in die Weide kommt. Darüber würden sich die Kinder bestimmt auch riesig freuen.